Hi, ich nehme dieses Diary wieder jetzt ein bisschen anders auf. Ich habe mich dazu entschieden, einfach zu Hause zu drehen und so kann ich sicherlich auch eine bessere Qualität beibehalten. Ich habe mir jetzt ein paar Stichworte aufgeschrieben und dazu möchte ich auf jeden Fall eingehen. Und wenn mir noch was einfällt, werde ich das natürlich auch noch einbringen. Meine letzten Videos waren so gestaltet, dass ich sehr gerne die Zeit Revue passieren lassen habe. Und für mich fühlt sich das auch richtig gut an, so eine Art Videotagebuch zu haben. Man kann wirklich, wenn man sowas teilt oder auch nur am Handy behält, zurückblicken und sehen, wie man sich gefühlt hat, was man so erlebt hat und wie man sich selbst entwickelt hat. Und derzeit habe ich um einiges mehr Zeit für Kreatives. Und deswegen möchte ich das auch nutzen, mehr Videos zu machen, mehr Musik zu machen und zu zeichnen und fotografieren. Es funktioniert in letzter Zeit auch sehr gut, dass ich ein besseres kreatives Hoch habe. Also ich kann mich besser dazu inspirieren, motivieren, wieder mehr zu zeichnen und so weiter. Und das liegt jetzt vor allem daran, dass ich jetzt eben viel Zeit dafür haben werde und ich das Gefühl habe, diese Zeit wirklich nutzen zu wollen, um das zu verwirklichen, wie ich das machen möchte. Letztes Jahr war es für mich ein richtiger Jahresvorsatz, mehr Videos zu machen oder mehr Kreatives zu machen. Ich habe letztes Jahr überhaupt zum ersten Mal meine Musik veröffentlicht. Und für mich ist es kein so richtiger Jahresvorsatz gewesen. Mittlerweile habe ich nicht mehr so richtige Jahresvorsätze, sondern ich versuche mir einfach im Laufe des Jahres, wenn ich das Gefühl habe, dass ich es brauche, mir Vorsätze und Ziele zu setzen, weil ich mich selbst auch in der Situation wiedergefunden habe, dass ich vor allem zum Ende des Jahres hin nicht mehr das Gefühl hatte oder nicht mehr die Motivation hatte, was in meinem Leben zu ändern, weil man sich gedacht hat, ja, das Jahr ist sowieso schon bald vorbei. Die Zeitrechnung ist ja sowas, das wirklich vom Menschen geschaffen ist und man sollte sich lieber nach dem eigenen Körper, nach dem eigenen Mindset richten, wann man welche Ziele sich selbst setzen möchte. Und ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass ich mir meine Ziele nicht sonderlich bewusst gesetzt habe. Also ich habe schon immer recht Ziele gehabt, wie ich mich weiterentwickeln möchte, was ich so tun möchte. Aber ich habe mir diese nicht so richtig vor Augen gehalten. Und jetzt versuche ich mir so richtig bewusst zu werden, was möchte ich in meinem Leben besser machen, was möchte ich verändern. Und so habe ich jetzt damit auch angefangen. Also zum einen ist mir das Wichtige eben das Kreative, dass ich mich dafür ein bisschen mehr einsetze. Und das andere sehr Wichtige und was in jedem Leben wichtig ist, ist die Gesundheit. Und ich will nicht sagen, dass ich mich gar nicht um meine Gesundheit geschert habe, so in den letzten paar Monaten, aber es war auf jeden Fall nicht ideal, was es sowieso nie ist, aber ich sehe sehr viel Potenzial, mehr Sport zu machen, mich gesünder zu ernähren und auf jeden Fall besser auf meinen Schlaf zu achten. Ich möchte jetzt so auf diese drei Punkte der Gesundheit eben eingehen, weil die für mich so am wichtigsten sind. Als erstes mit dem Sport. Also ich habe es tatsächlich geschafft, jetzt mehr Sport zu machen. Weniger zu Hause, aber ich bin jetzt auch laufen gegangen und ich gehe sehr viel spazieren, was für mich auch ein wenig als Sport zählt. Also für mich ist es einfach wichtig, sich ein bisschen mehr zu bewegen, nachdem ich wie hier oder auch bei der Arbeit sehr viel sitze. Und das Schwierigste beim Sport ist es wirklich überhaupt einfach mal anzufangen. Weil ich habe es so erlebt, wenn ich einfach mal, auch wenn ich nicht so ganz die Motivation hatte, angefangen habe, dann fängt da so richtig die Motivation an. Der eine Impuls folgt zum nächsten und es ist in vielen Bereichen des Lebens so, dass einfach der Anfang das Schwierigste ist, aber sobald man das geschafft hat, die anderen Schritte um einiges leichter sind. Das ist das Gleiche, wie wenn ich jetzt ein Video drehen möchte. Zuerst denke ich mir, das wäre eine große Überwindung, aber wenn ich jetzt erstmal mir erste Gedanken darüber gemacht habe und mich einfach hingesetzt habe und aufgenommen habe, fühlt sich's jetzt schon um einiges natürlicher an. Worauf ich jetzt auch sehr viel achte, ist größtenteils selbst zu kochen. Also wichtig ist es einfach, gesund zu essen. Man könnte sich sicherlich auch roh ernähren, aber das ist nicht so mein Stil. Ich bin, so wie die meisten Menschen, denke ich, damit aufgewachsen, täglich eine warme Mahlzeit zu haben. Und ich esse und koche sehr gerne.
Deswegen werde ich das wahrscheinlich auch für immer beibehalten. Und wenn ich koche, koche ich auch meistens recht gesund. Das Ding ist bloß, wenn ich außerhalb esse, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, für mich selbst zu kochen oder wenn ich nicht so einen Zugang zu frischen Zutaten habe oder mir gerne was bestelle, dann neige ich sehr dazu, wirklich mich für einen kurzen oder vielleicht sogar längeren Zeitraum nicht allzu gesund zu ernähren. Und jetzt will ich wirklich versuchen, besser darauf zu achten, auch immer genug zu essen, nicht zu viel, nicht vorm Schlafen gehen. Das sind so die Ziele, die ich mir, die kleinen Ziele, die ich mir hier bei der Ernährung gemacht habe. Ich habe beschlossen, mich nicht mehr strikt vegan zu ernähren. Also es war nie über einen langen Zeitraum, dass ich wirklich komplett strikt gesagt habe, dass ich überhaupt keine tierischen Produkte konsumieren will, aber vor einem Jahr ungefähr war ich da noch recht sensibel auch, auch wenn so in Produkten Milch oder Ei enthalten war. Jetzt kann ich auch einen Kaffee, wo man die Milch rausschmeckt, überhaupt nicht trinken. Einfach der Gedankengang daran sorgt dafür, dass ich mich unwohl fühle. Aber wenn ich jetzt ein gekauftes Produkt geschenkt bekomme, wo Milch oder Ei enthalten sind oder Honig, dann unterstütze ich das ja nicht mehr, wenn ich das selbst konsumiere oder vielleicht weiter verschenke. Also es gibt für mich Ausnahmen und ich will einfach vernünftiger sein und mich nicht diesem veganen Label so unterordnen. Ich habe jetzt zwei Videos gemacht, wo es zum einen zum Veganismus und zum Minimalismus geht, wo es um den Veganismus und den Minimalismus geht. Und diese Videos sind mir sehr wichtig geworden. Mir gefällt nicht so ganz, wie ich diese gestaltet habe heute, aber das ist auch Vergangenheit und bis zum gewissen Grad kann man schon zufrieden sein mit den Videos. Zumindest so in meinen Verhältnissen bin ich schon recht zufrieden, obwohl ich es heute ganz anders machen würde. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich mich nicht diesen Labels mehr unterziehen möchte, dass ich möglichst versuche, mich selbst nicht als Veganer oder als Minimalist zu bezeichnen. Diese zwei Themen haben mein Leben verändert, wenn man so sagen könnte. Bereichert schon eher. Aber ich denke im Alltag nicht so darüber nach. Wenn ich jetzt ein Video drehe oder wenn ich mit einem Menschen rede, dann kommt es so schnell hoch und man erzählt so darüber, wie der Minimalismus oder Veganismus einem sehr viel gebracht hat, weil es halt wirklich einen ziemlichen Impact auf mein Leben gehabt hat. Aber ich sitze nicht jeden Tag da und denke mir, boah, ist schon cool, ein Veganer zu sein. Ist nicht so, wie sich vielleicht manche vorstellen, dass man sich das so richtig als Lebensmotto setzt. Also natürlich machen das auch viele Menschen und das ist auch nichts Schlechtes, wenn die Menschen damit zufrieden werden. Bloß ich möchte mich eben diesen Labels nicht mehr unterziehen. Ja, und jetzt bin ich stark abgedriftet. Ich wollte noch zum dritten Punkt eben der Gesundheit eingehen, nämlich zum Schlaf. Und seitdem ich mit meiner Lehre angefangen habe, schaffe ich es deutlich besser zu schlafen, länger zu schlafen. Und ich versuche auch so ein besseres Umfeld für mich zu schaffen, besser in den Schlaf zu gehen. Und so unter der Woche bekomme ich jetzt immerhin 6 bis 7 Stunden Schlaf, was für manche vielleicht nicht sonderlich viel klingt, aber zu Schulzeiten habe ich oftmals, also ich würde sagen im Durchschnitt, 2 Stunden pro Nacht geschlafen. Und das ist für mich schon ein sehr signifikanter Unterschied. Und wenn ich mal 8 Stunden Schlaf bekomme, dann fühle ich mich wirklich sehr ausgeschlafen. Fast schon manchmal zu viel. Und auf jeden Fall ist es jetzt besser geworden, aber ich will noch mehr darauf achten, weil ich immer noch spät abends am Handy bin, blauen Lichtern so ausgesetzt bin, also künstlichem Licht. Und da ist noch sehr viel, das ich verbessern kann. Und daran werde ich jetzt arbeiten, so wie bei den anderen Punkten meiner Gesundheit, dass ich einfach ein besseres Wohlempfinden habe und dass es mir jetzt so richtig bewusst geworden, dass ich mich dem so richtig widmen möchte, dass ich meiner Gesundheit was tun, Gutes tun möchte. Und jetzt habe ich gesehen, noch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, sind meine Haare. Ich habe mir gestern wieder meine Haare gefärbt. Die sind auch schon ganz schön kaputt, weil ich die so oft gefärbt habe wieder. Aber ich habe oftmals einfach diesen Drang der Veränderung bzw. Selbstverwirklichung in diesem Sinne, im optischen Sinne. Und
Ich habe schon alle Haarfarben, Frisuren und so weiter ausprobiert. Also, und früher habe ich immer gedacht, ich will jetzt endlich die passende Frisur für mich finden. Ich will so, dass das so das ist, wie man mich visuell verbindet. Aber mittlerweile habe ich akzeptiert, dass meine Frisur nichts ist, das mein Leben lang gleich bleiben wird, wie bei manchen anderen Menschen. Sondern für mich ist es auf jeden Fall aus jetziger Sicht so, dass ich, wie auch mit meiner Kleidung, mich ausdrücken möchte und es von Zeit zu Zeit immer unterschiedlich ist. Anfang des Jahres, denke ich, habe ich noch, also nicht am Anfang des Jahres, sondern vor einem Monat circa, noch längere Haare gehabt. Dann habe ich mir wieder einen Undercut geschnitten, die Haare rasiert, blondiert und gestern schwarz gefärbt. Ich habe auch oft mit dem Gedanken gespielt, meine Haare bunt zu färben, nachdem ich aber keine bunte Lieblingsfarbe habe. Und ich sowieso schon alles ausprobiert habe, habe ich mich fürs Erste dagegen entschieden. Außerdem mache ich mir oft Gedanken, was vielleicht nicht das Idealste ist, wie mein Umfeld darauf reagiert. Also eher weniger, wie es im Privaten, sondern eher bei der Arbeit und so weiter ist. Das habe ich auch früher sehr in der Schule gemacht. Und ich glaube, ich würde mich tatsächlich etwas unwohler fühlen. So, ich schaff's ehrlich gesagt, mich selbst nicht so richtig ernst zu nehmen, wenn ich bunte Haare habe. Aber ich find's immer noch super cool bei allen Menschen, die ich sehe, die bunte Haare haben, weil ich's ästhetisch einfach richtig ansprechend finde. Aber ich glaube, selbst wenn ich mir diese Gedanken nicht machen möchte, würde ich mir die Haare nicht bunt färben. Aus jetziger Sicht. Weil ich wirklich eher so ein neutrales Bild drüber geben möchte. Das ist schon, witzigerweise denke ich zumindest da wirklich meistens, wie die anderen Menschen mich wahrnehmen und weniger, wie ich mich selbst wahrnehme. Ich könnte ja auch einfach kaum mehr in den Spiegel schauen, was auch oftmals in Zeit meines Lebens der Fall gewesen war und mir die Frisur sehr egal war. Aber in vielerlei Dinge meines Lebens bin ich oft zu perfektionistisch. Das ist Fluch und Segen. Das war's jetzt auch schon mit dem Diary. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe jetzt, denke ich, nicht allzu lange gefilmt, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ciao. Gar nicht so weit weg von der Innenstadt und schon sieht es aus wie eine Eiswüste. Sieht auf dem Video leider nicht so schön aus, aber ich finde es richtig schön.